Diese Review wird unterstützt durch Amazing Collectibles, euren Online-Shop für 1:6 Figuren und mehr. Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück, ihr Star Wars-Fans da draußen. Heute gibt es wieder eine schöne Hot Toys Figuren-Review aus Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers für euch. Heute ist der Sith Trooper hier am Start. In dieser schönen roten Box erwartet er uns schon. Und den will ich euch heute natürlich gerne vorstellen. Ich kann euch schon vorweg sagen, eine grandios gemachte Trooper-Figur, die auf jeden Fall den ein oder anderen von euch überzeugen wird. Ihr seht schon, die Verpackung ist jetzt in diesem coolen Rot gehalten. Das Rot des Troopers selbst, aber das ist eigentlich nur so ein kleiner Fake, denn es ist eine Art Sleeve, was hier drüber ist. Denn wir können das Ganze nämlich hochziehen und darunter befindet sich die typische Standardbox von Hot Toys, die wir von Star Wars schon kennen. In dem guten Grau-Schwarz-Ton mit dem Trooper als Figur vorne drauf. Das sieht sehr, sehr cool aus. Was mich gewundert hat, ist, wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, dass wir hier tatsächlich auch schon ein Bild von dem Trooper am Start haben. Normalerweise haben wir ja noch einen kleinen Innenlayer in der Verpackung, der dann natürlich auch nochmal den Trooper oder die jeweilige Figur in cooler Pose zeigt. Selbst das ist vorhanden. Aber auch das muss ich sagen, gefällt mir schon mal sehr gut. Wenn wir uns das jetzt hier mal ansehen, ne, da seht ihr den Trooper schon richtig schön in Action. Da hinten im Hintergrund ist noch einer zu sehen. Das ist schon mal richtig schick umgesetzt. Der Inlayer natürlich zeigt den coolen neuen Trooper natürlich aber noch hier in einer anderen coolen Pose, in einer schönen Nahaufnahme. Da könnt ihr euch schon mal einen kleinen Einblick erhaschen, wie die Figur aussieht, die sich natürlich hier befindet. Da ist er schon. Ich hatte ihn auch schon mal ausgepackt. Daher kann ich euch sagen, echt eine tolle Figur. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Also Leute, auf zum Review-Bereich und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß bei der Review. Und das nenne ich mal einen Rotton. Der Sith Trooper ausgepackt sieht wirklich sehr cool aus und ist auf jeden Fall eine schöne Ergänzung für eure gesamte Sturmtruppler-Sammlung. Ich muss sagen, mir gefällt er sehr. Der Rotton selbst soll ja so ein bisschen halt an die uralten Sith erinnern, ne, und soll das Ganze so ein bisschen repräsentieren, aber auch natürlich an die Wachen von damals von Palpatine so ein bisschen. Und das finde ich schon wirklich sehr gut umgesetzt. Und für alle, die da vielleicht nicht so wirklich die Ahnung von haben, habe ich auch die ein oder andere Info natürlich gerade zu der Rüstung und zu den Waffen für euch in dieser Review mit am Start. Aber ja, gucken wir uns erstmal die Figur selber an. Wie gesagt, eine schöne Rüstung. Sie ist so eine kleine Mischung aus, ja, First Order und so ein bisschen sogar Clone Wars ist mit drin und natürlich aber auch die normalen klassischen Trooper. Das finde ich ganz gut. Sie vereint so gesehen so ein bisschen ja alle Generationen hier und das gefällt mir. Und ihr seht ja schon, er ist bewaffnet. Natürlich ist auch dieser Trooper mit Waffen am Start. Kann ich euch aber gleich vorweg sagen, er besitzt zwei Waffen und an Zubehör ist dann auch nur noch ja ein paar austauschbare Hände mit dabei und das war es dann auch schon. Aber ich denke mal, das reicht hier völlig aus. Ihr seht, er steht auf einem typischen normalen kleinen Stand, der sich auch hier eigentlich super einfügen dürfte in eure Star Wars Figuren. Das ist eigentlich der typische Stand, der dafür vorhanden ist. Er ist ein bisschen minimalistisch, aber hat so einen coolen Style, muss ich sagen. Hier seht ihr erstmal Sith, ne, das Ganze in Schwarz gehalten mit einer sehr rauen Oberfläche und dann ist hier der Trooper-Helm am Start. Hier sogar nochmal so ein bisschen mit Star Wars, mit dem Schriftzug. Das gefällt mir ganz gut. Und hier vorne haben wir tatsächlich eine silberne Nameplate, wo Star Wars Sith Trooper draufsteht. Und das Ganze ist dann natürlich hier standardmäßig wieder mit der Crouch-Gabel belegt. Der Trooper selbst ist hier wirklich mit schönen Details versehen worden. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir richtig gut. An jeder kleinen Ecke, gerade auch hier am Helm, ist noch irgendwie was zu entdecken, was wirklich sehr, sehr gut aussieht. Und die meisten von euch, genauso wie ich, fragen sich bestimmt auch, warum hat eigentlich dieser Sith Trooper diese komischen Rillen überall, die ihn relativ stylisch aussehen lassen. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Es soll ja so eine Art verstärkte Rüstung sein, damit die Oberfläche halt ein bisschen breiter oder ein bisschen größer wirkt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schuss, ein Blaster-Schuss halt die Rüstung dieses Troopers trifft, dann wird die besser abgeleitet. Ne? Das ist eine größere Oberfläche an der Rüstung und dadurch hat der Trooper so gesehen eine bessere Überlebenschance. Was auch ganz interessant ist, ist, dass diese Trooper ja ein anderes Material als die normalen Trooper halt ja für ihre Rüstung haben, und zwar eine Art Gamma-Plast Kompositrüstung, die natürlich noch mal stärker ist, womit sie dann halt auch im Kampf noch mal ein bisschen bessere Überlebenschancen haben. Das sind alles sehr interessante Fakten, muss ich sagen. Genauso wie, ihr seht das vielleicht auch hier, auf der Seite ist noch so ein kleiner Sensor, der aktive Signale halt ausschießt. Also ist eigentlich wie so eine Art Sonar, was die ganze Zeit immer wieder die Umgebung abscannt und dann halt die Daten zurückbringt. Auch das ist wirklich sehr interessant. Und ihr seht dann auch schon, dass dieser Trooper wirklich einiges an ja, technologisierten Fortschritt halt an seiner Rüstung eingebaut hat, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ja, ansonsten, ihr seht das ja, der Helm, ne? Wirklich so eine schöne Mischung aus dem alten Trooper zusammen mit der First Order so ein bisschen. Das gefällt mir sehr gut, aber er gehört natürlich nicht zur First Order, denn die Sith Trooper waren natürlich dem guten Palpatine
aka Darth Sidious, unterstellt. Und das war dann seine letzte Ordnung, so hießen die. Dem war halt unterstellt. Und die Trooper sind auch nur, sagen wir jetzt mal, normale Menschen gewesen, die aber den Sith die Treue geschworen haben und dementsprechend halt nur für ihre geliebten Herren halt unterwegs waren. Und deswegen natürlich auch so ein bisschen die rote Farbe, die ja das Blutrot halt, wie gesagt, repräsentieren soll. Aber sogar vielleicht auch, ja, ich weiß auch nicht, die rote Farbe der Sith-Lichtschwerter. Ne, finde ich persönlich wirklich sehr, sehr interessant, die Geschichte dahinter. Der Trooper selbst, ich muss sagen, auf den ersten Blick sieht die Rüstung natürlich wirklich eher aus wie eine normale Standardrüstung. Aber wenn wir in die Details gehen, dann fällt da natürlich ganz schnell auf, dass hier einiges auch abgeändert wurde. Und meiner Ansicht nach auch wirklich sieht besser aus als die von der First Order, muss ich sagen. Also ich mag den hier von der Optik her auf jeden Fall lieber. Obwohl der Aufbau natürlich hier im Großen und Ganzen genauso ist wie mit den normalen Sturmtruppen auch. Sie haben verschiedene Platten halt am Körper und darunter einen in sich abgeschlossenen Anzug. Ihr seht das ja, der ist in schwarz darunter. Na, und ja, es sieht einfach gut aus, muss ich sagen. Viele Sachen kommen hier natürlich auch wieder zum Vorschein, die wir von den anderen Troopern kennen. Unter anderem natürlich jetzt, wenn wir mal zum Bereich des Gürtels gehen. Denn da seht ihr schon, da sind die ganzen Ersatzpacks hier an der Seite noch mal für den Blaster halt angebracht, genauso wie der kleine Container hier auf der Rückseite. Das ist eigentlich alles soweit gleich geblieben, aber es sieht trotz alledem irgendwie so ein bisschen stylisch aus. Ich mag diesen Rotton, das sieht sehr schön aus. Na, auch überall seht ihr auch hier, sogar hier die Rillen überall mit eingesetzt, na, für die Querschläger oder Direkttreffer von irgendwelchen Blasterfeuer. Na, das ist schon gut gemacht. Also ich mag das, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Genauso wie dann natürlich hier die Beinplatten, die wirklich auch hier sehr opulent daherkommen. Schaut euch das mal an, das sieht schon gut aus, aber auch hier wieder schöne Details natürlich mit dran verarbeitet, hier an dem gesamten Trooper. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hier auf der Seite hat er sogar noch so einen extra Knieschutz mit dabei, ne? Sehr schön gemacht. Und hier natürlich unten hier die Stiefel, auch sehr genial, ne? Mit den ganzen Rillenmuster hier, das gefällt mir, das ist wirklich sehr, sehr gut. Ist an der Figur alles komplett aus Kunststoffplatten gemacht, die auch wirklich sehr dick sind, das finde ich sehr, sehr gut, das gefällt mir. Und ich denke mal auch schon, da werdet ihr sehr mit zufrieden sein. Und hier auf der Rückseite auch nochmal hier schön diese ganzen Details. Das ist schon eine geniale Figur. Also ich denke mal schon, da werdet ihr als Trooper-Fan, denke ich mal, eure Freude mit haben. Was sehr interessant ist, ist übrigens, ich glaube, das ist der erste Trooper, den ich in der Hand halte, wo tatsächlich hier noch von Hot Toys hinten ein Reißverschluss eingebaut wurde. Ja, wahrscheinlich könntet ihr sogar diesen Suit darunter auslösen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr die Figur das erste Mal auspackt. Die ist natürlich komplett mit Schutzfolien überzogen. Und auch am Kopfbereich ist eine Schutzfolie dran. Die könnt ihr nur lösen, wenn ihr den Kopf abmacht. Der Kopf ist mit einem extra Nackenteil halt belegt, was ihr damit rauszieht. Ihr müsst das dann vorsichtig hier versuchen, wieder in diesen Kragenbereich so ein bisschen mit reinzufriemeln und dann vorsichtig reindrücken. Dann dürfte aber, denke ich mal, keine Schwierigkeiten mit sein. Ja, ansonsten, liebe Leute, detailtechnisch natürlich auch hier nochmal an den Armen ganz wichtig, sind nochmal hier diese ganzen kleinen Aufbauten, in denen sich auch verschiedene Sensor- und Speicherchips halt befinden. Na, und das sieht eigentlich auch ganz cool aus vom Style her. Sieht ein bisschen anders aus wie auf der anderen Seite, denn da ist das Ganze halt ein bisschen minimalistischer gemacht. Ich drehe ihn jetzt mal vor euch um, denn hier ist einfach nur eine normale Schutzplatte am Start. Ne? Ihr seht das ja. Na, also wie gesagt, auch hier überall angeblich Sensoren drin verbaut gewesen, was ich sehr interessant finde. Also ist schon cool, ist schon definitiv cool. Was mir jetzt so ein bisschen vielleicht nicht so gefällt, ist, dass der Trooper tatsächlich viel zu sauber wirkt. Er hätte noch hier und da vielleicht minimal so ein bisschen einen cooleren kleinen Drybrush verdient. Ich glaube, dann wäre er noch ein bisschen cooler gewesen, weil die Rüstung, okay, sie glänzt wirklich sehr, sehr in einem dunkelroten, bedrohlichen Ton. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Aber vielleicht wirkt es hier und da noch ein bisschen zu sehr nach normalem Kunststoff dadurch. Aber ich muss sagen, mir gefällt es trotzdem. Also ich finde diesen Trooper wirklich sehr, sehr gelungen. Und natürlich auch im Rahmen der Beweglichkeit braucht er sich hier überhaupt nicht verstecken. Der Kopf sitzt auf dem typischen Kugelgelenk mit dem extra Hals, was ich euch ja gesagt habe. Dadurch kann er wirklich sehr gut nach hinten und nach unten gucken. Aber wie gesagt, passt mit der Rüstung generell auf. Gerade hier sind natürlich so ein paar Parts, die wirklich empfindlich sind. Wenn ihr da zu sehr ranschrabbelt mit dem Kopf, kann es sein, dass ihr die rote Rüstung hier so ein bisschen beschädigt. Also passt da so ein bisschen auf. Die Schultern, das haben wir auch schon bei anderen Troopern gehabt, die sitzen hier auf diesen Gummibändern mit drauf. Das heißt, sie sind natürlich flexibel. Wenn ihr jetzt die Arme nach oben packen wollt, könnt ihr die Schulter hier einfach rüberpacken und dann passiert da nichts weiter. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben den Bicep Swivel hier mit am Start und die doppelten Ellbogengelenke, wo ihr natürlich hier auch wieder aufpasst.
aufpassen müsst, denn hier ist ja natürlich auch noch so ein Schutzpanzer. Na, also weiter als so könnt ihr die Arme eigentlich nicht nach vorne packen, ohne dass ihr jetzt hier irgendwas beschädigt. Also passt da so ein bisschen halt auf. Ne? Er wird hier innen drin ein Kugelgelenk haben in der Schulter selbst. Dadurch kann er einigermaßen gut auch die Schulter oder die Arme nach vorne ragen lassen. Das ist okay. Die Hände auf den typischen Hot Toys Gelenken, die Gott sei Dank sehr freigängig sind. Dadurch, dass die Rüstung hier leicht flexibel ist, verschiebbar ist, können wir hier natürlich die Hände kippen und drehen, so wie wir es halt kennen und gewohnt sind. Das gefällt mir sehr gut. Ihr seht jetzt schon hier im Oberkörper, diese Schutzplatte ist separiert von dem Unterkörper. Dadurch haben wir eine minimale Beweglichkeit da, die aber wirklich nicht viel ist. Also passt auch hier ein bisschen auf, denn hier schrappen definitiv die ganzen Brustplatten hier übereinander, diese Panzerplatten. Ne? Also ein bisschen vorsichtig, aber ihr könnt ihn natürlich auch so ein bisschen seitlich bewegen. Eine Hüftbeweglichkeit, ja, die ist irgendwo irgendwie schon da, na, aber ihr hört das ja auch, wie es knatscht und knackt. Dieser ganze Gummianzug darunter behindert das Ganze doch schon sehr. Na, und daher würde ich sagen, macht das nicht zu sehr, weil auch gerade hier der Gürtelbereich dann schon anfängt, hier auf dem Gummianzug zu rubbeln. Passt ein bisschen auf. Also ich würde sagen, da ist die Beweglichkeit eher komplett eingeschränkt, bevor ihr da was kaputt macht. Die Beine kriegen wir ungefähr so weit auseinander. Weiter ist auch nicht drin, weil dann seht ihr auch schon hier, dass diese ganze Panzerung hier an den Gürtel ankommt, an diese Ersatzpacks hier. Ne? Das ist auch nicht so toll. Und nach vorne traue ich mich das schon gar nicht, weil ihr hört das ja, wie das knatscht. Oh Gott! Weiter als so würde ich das nicht machen, ganz ehrlich. Ihr macht euch sonst irgendwo was kaputt, ne? Das wäre nicht schön. Doppelte Kniegelenke sind dabei. Es fühlt sich auch an, als wären die auf den typischen Ratchet-Joints, was ich sehr gut finde. Aber auch da würde ich sagen, weiter als so würde ich das nicht machen. Ihr seht ja auch hier in dem Bereich stößt das dann schon gegeneinander. Da würde was kaputt gehen. Die Füße selbst hier unten sind natürlich separiert. Das ist gut, denn hier sind noch Kugelgelenke drin. Ne? Das ist wirklich sehr gut gemacht. Könnt ihr natürlich auch, wenn ihr die Figur das erste Mal auspackt, rausziehen, weil da auch noch Plastik drum ist. Dadurch haben wir eine gute Beweglichkeit, zumindest ein bisschen nach oben und ein bisschen nach hinten. Das geht ganz gut. Seitliche Beweglichkeit, der Ankle Pivot ist natürlich auch am Start. Aber ja, ich denke, das reicht, oder? Ich denke schon. Schade, dass wir nicht richtig coole, geniale, dynamische Pose mit dem Trooper raushauen können. Aber ja, wie gesagt, passt ein bisschen auf. Der ist sehr sensibel, denke ich mal, was gerade auch dann hier diesen Gummianzug darunter betrifft. Mehr Beweglichkeit gibt es nicht. Und jetzt kommen wir zum Zubehör. Und das ist natürlich die interessante Bewaffnung des Thiss Trooper. Die interessante Bewaffnung des Troopers. Die Standardwaffe des Troopers selbst ist der STW 48 Blaster oder das Blastergewehr, der wirklich sehr, sehr cool aussieht und sogar so mit ein paar kleinen Überraschungen noch aufwartet. Denn er kann nicht nur normale Blasterbolzen abschießen, er hat sogar noch eine Art Bowcaster-Funktion. Das heißt eigentlich eher auf gut Deutsch, er hat so eine Art Granatwerfer nach unten drunter angebaut, was ihr hier unten in diesem langen Part hier sehen könnt. Er kann hier vorne auf der Seite noch so ein bisschen extenden, ne? Da ist so eine kleine Schulterstütze, die aber, ja, bringt nicht wirklich viel. Also dieser minimale Teil hier, das ist jetzt nicht wirklich so spektakulär, aber ich finde ihn von der Optik her wirklich sehr gelungen. In diesem schönen Schwarzton mit ein paar Silberapplikationen und dann natürlich aber auch hier, wie der Trooper selbst, in der Rüstungsfarbe rot das Ganze hier noch gehalten. Außerdem hat er hier wirklich schöne Details noch abgekriegt, gerade in diesem unteren Bereich, was ich gerade gesagt habe, mit diesen ganzen feinen Silberteilen hier dran. Das gefällt mir sehr und auch von vorne sieht das hier natürlich sehr, sehr stark aus. Das haben die schon wirklich sehr schön umgesetzt. Hier oben drauf dieses Teil, was ja fast im Hintergrund komplett verschwindet, weil es so hell silber leuchtet. Ich denke mal, das ist auch eine Art Zielfunktion halt. Ne? Also wirklich sehr gut gemacht. Und der Silberanteil, ja, der kommt im Video natürlich beim besten Willen nicht so genial rüber. Gerade hier am Lauf, das sieht wirklich aus, als wäre es komplett Metall, was natürlich aber nicht der Fall ist. Es ist einfach nur komplett aus Kunststoff und ansonsten sehe ich hier auch nichts weiter dran, was beweglich ist. Auch das Magazin hier auf der Seite, das Ganze lässt sich nicht auslösen. Aber es ist ein schöner Blaster, der gefällt mir. Der sieht wirklich sehr stark aus. Und als zweite Waffe hat er dann noch dieses gute Stück mit dabei, was eigentlich ein F-11 Blaster sein dürfte, der normalerweise, glaube ich, von den Jetpack Troopern benutzt wird. Auch das gute Stück ist mit dabei. Gefällt mir persönlich auch sehr gut. Ich nenne es immer die Riesenwumme, weil das wirklich so einen riesengroßen Lauf hat, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Das ist aber generell einfach nur, denke ich mal, so eine Art Lüftungsbereich hier, weil innen drin könnt ihr sogar reingucken, da ist das Rohr nämlich sehr fein. Auch das Ding haben sie schön gemacht. Auch wieder an diesem schönen Schwarz-Rot-Silberton gehalten. Gefällt mir wirklich richtig gut und kann auch hier noch tatsächlich ein bisschen ausgefahren werden. Hier ist noch so eine kleine Stütze, die halt hier noch beweglich
wirklich ist. Nette kleine Sache, mehr Beweglichkeit ist aber auch leider an dieser Waffe nicht dabei. Ihr könnt hier noch erkennen, oben drauf ist noch ein kleines Zielfernrohr angebracht, so ein kleines Scope. Hier an der Seite, ich habe keine Ahnung genau, was das hier für eine Funktion hat, dieser Aufsatz hier. Aber auch hier ist wieder ein kleines Magazin noch mit dabei. Und ihr seht ja hier bei diesem Bereich hier, was eher so ein bisschen zur Lüftung, denke ich mal, dient, könnt ihr komplett durchgucken. Und innen drin, weiß ich nicht, ob das die Kamera einfängt, ist aber generell das Standardrohr zu sehen, was dann hier tatsächlich vorne zu sehen ist, was hier rausragt. Gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Leider keine Schulterstütze noch zum Extenden, das geht nicht. Ansonsten ist hier dran auch nichts weiter beweglich. Aber ich finde die Umsetzung rein optisch zumindest sehr gelungen. Das gefällt mir, sieht sehr schön aus. Ich denke mal, auch damit werdet ihr zufrieden sein. Ich weiß nur nicht genau, warum er diese Waffe mit dabei hat. Aber ich denke mal, auch die anderen Trooper werden noch von Hot Toys kommen. Und ich denke mal, dann passt das. Weil auch der Flame Trooper, der wurde ja schon angekündigt, soweit ich weiß. Also denke ich mal, könnt ihr da wieder eine schöne kleine Sammlung anfangen, wenn ihr auf diese Sith Trooper steht. Das ist aber auch schon alles, was ich euch zu dem Trooper zeigen kann. Denn mehr ist nicht dabei, außer noch ein paar austauschbaren Händen. Das war's dann auch schon. Wenn euch persönlich Episode 9 gefallen hat und auch der relativ kurze Auftritt der Sith Trooper gefallen hat, dann ist hier natürlich von mir auch eine 100%ige Kaufempfehlung gegeben. Ich finde ihn persönlich nämlich auch sehr cool, denn gerade rein von der Optik her sieht er wirklich sehr, sehr stark aus. Und denke ich mal, dürfte schon ein bisschen hervorstechen in der normalen Sammlung der weißen Trooper. Daher würde ich sagen, schnappt ihn euch, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist alles, was ich euch zeigen kann. Bin natürlich wie immer sehr gespannt auf eure Kommentare. Was haltet ihr von dieser Trooper-Variation? Waren meine Angaben korrekt? Ich hoffe es zumindest. Ich würde sagen, Leute, bis dahin sehen wir uns im nächsten Video wieder. Danke wie immer fürs Zuschauen. Macht's gut, bis denne dann und nicht vergessen, möge die Macht mit euch sein.